Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich werde das tun, was du mir gesagt hast. Ich genau. werde mit meinem Blut zu Serpentilio gehen und er wird mir dann hoffentlich helfen können. Aber danach reden wir. Ich will Antworten, verdammt. Hast du mich verstanden? Ich gebe dir all die Antworten, aber dann, wenn du wiedergekommen bist, wie gesagt, geh gleich noch zu ihm. Er will, glaube ich, in die Stadt oder sowas. Das muss vorher noch gemacht werden. Und wenn du das gemacht hast, kommst du hoch und ich brenne dir dein Ohr aus, damit du gesund wirst. Ich taumel ein paar Schritte zurück, als sich zum zweiten Mal seine Stimme ändert und mich wieder in deinen Traum zurückversetzt fühle. Drücke hinter mir die Tür auf, die ich hinter mir geschlossen habe, und trete rückwärts erwartungsvoll in einen gänzlich schwarzen Raum, als ich das Licht sehe und weiterhin die Geräusche vom Oberdeck, kann ich einmal tief durchatmen, schließe die Tür hinter mir und gehe runter ins Alchemielabor. Oh, Diamantes, trete doch rein. Ich war gerade auf dem Weg. Ich wollte nur noch das hier schnell zumachen. Ja, habt ihr vielleicht einen Augenblick oder ist euer Zeitplan? Nun sicher doch, wenn es um den Trank ging, den ich euch zubereiten sollte. Ich war geneigt, auf dem Markt nach verschiedene Zutaten zu suchen. Ihr versteht. Also, als Kanin Sintiana mir den gemacht hat, hat er mir immer gute Dienste geleistet. Nun, unglücklicherweise bin ich nicht Kanetsetianer und werde mich auf mein eigenes Wissen stützen müssen, das aus, sagen wir, anderen Quellen stammt. Da wir gerade über ihn reden, hat mir noch etwas erzählt, was mir ziemlich Unbehagen verursacht. Sagt dir das Wort Lykanthropide etwas? Nee, wäre Wissenschaft, selbstverständlich. Nun, größtenteils denke ich, dass es sich bei den meisten Berichten von einer solchen Wirrwissenschaft um die überaktive Fantasie einiger weniger Ungebildeter handelt. Allerdings sind uns in der Schwarzen Halle in Brabak gewisse Berichte von Wirrspinnen zu Ohren gekommen, die nun über die Quelle der Sache überraten wir das Schweigen. Was genau wollt ihr wissen? Ja, ihr erinnert euch doch sicherlich noch an mein Ohr, dass ich aus dem Rachen dieses Miniatur war, als herausziehen musste. Vor allem erinnere ich mich daran, dass ihr mein Angebot der Heilung ausgeschlagen habt. Ja, vielleicht war das keine allzu gute Idee. Pocht immer wieder. Ich spüre mein Ohr noch, als wäre es da, aber irgendwie. Ich konnte mir das natürlich nie vorstellen, wie es ist, eine Gliedmaß zu verlieren, aber das fühlt sich nicht so an, wie es sein sollte. Und als ich Kanetsintiana einige Worte darüber erzählt hat, hat er mir was von Lykanthropie gesagt und irgendeine Heilung, die ich unbedingt erhalten muss. Kanetsintiana, ist der Meinung, ihr seid von einem Wehrefisch gebissen worden? Na, zumindest nachdem ich ihm die Beschreibung dieses Wesens gegeben habe, gegen das wir gekämpft haben. Er war sich sehr sicher. Nun, für gewöhnlich würde ich euch fortscheuchen, aber Kanetsintiana die unbequeme Angewohnheit, sich mit dem auszukennen, wovon er spricht. Lasst einmal sehen. Also, ich habe hier, wie er mir angewiesen hat, eine Probe meines Blutes mitgebracht. Und daraus meinte er, also ihr kennt euch da sicherlich besser mit aus, aber wenn ihr da einen Heiltrank draus kocht und diese maraskanischen Rauchschurken mit reinmacht, soll das wohl zu einem Heilmittel führen. Welches Waschweib hat euch denn ein solches Rezept aufgetragen? Ja, keine Zintianer, wer denn sonst? Nun, fangen wir erst einmal. Alter, setzt euch. Aber wenn du das Blut in der Fiole anguckst, ist es ungewöhnlich dunkel. Das werde ich jetzt eigentlich mal zur Seite stellen, mir kurz in den Ohr anschauen und dann nach so einer Minute entnervt aufschnauben. Nun, was auch immer ihr versucht habt beim Ausbrennen, hat ganze Arbeit geleistet. Ich kann hier dann nichts mehr sehen. Schauen wir einmal. Ich möchte das Blut mit einer Silbernitratlösung mischen. Also, Serpentilio würde es nicht als solches kennen, sondern nur als gelöstes Silber oder so ähnlich. Ja, Silber, alles klar, passt. Ist. Verliert seine Schwärze und zurückbleiben helle, gelbe Punkte. Also es reagiert auf alle Fälle stark mit Silber. Dies ist jedenfalls nicht normal. Ich habe noch nie ein Wehrwesen gesehen oder einen Teil eines solchen betrachtet, aber
Gehen wir davon aus, dass ihr tatsächlich gebissen wurdet. Wie lange ist das nun her? Ich eine Woche in etwa. Und wir haben, lasst mich hier einmal, hier, noch etwa 2 Wochen bis zum vollen Mond, ja? Und wenn ich mich nicht irre, sollte, wenn Tilo fängt an einem Wälzer zu blättern, den er von keiner 10 Jahren gehabt hat. Fräulein Frosty, Probe auf Pflanzenkunde für Wissen über roten Drachenschlund? Ja, finde ich gut. Mit dem Buch von Kanesetianern nur plus 4 oder so. Das ist sehr gut, das ist kein guter Wurf. Ja, kein guter Wurf, aber ja. Ich wusste doch, ich habe davon gelesen. Es gibt eine Pflanze. Man nennt sie den roten Drachenschlund. Ich erspare euch den urterminischen Begriff, der hier aufgeführt ist. Seht einmal, sie wächst in kontinentalem Klima, bestimmbar nördlich des Gadang. An Flussufern. Angeblich. Nun, jedenfalls, wie ich das verstehe, wird eine nicht ausgebrochene Lykanthrophie mit einem solchen Kraut behandelt. Aber dafür bräuchten wir ein solches Kraut. Und ihr meint das, was Kanan Sintiana gesagt hat, das ist Humbug? Das wird nicht funktionieren? Ich bin mir sicher, Kanan Sintiana hatte seine Theorien dahinter. Ich werde sie erforschen. Was sagtet ihr? Rauschgurken und Eigenblut? Rauschgurken und Eigenblut. Mit einem gemacht und einem Heiltrank. Ei. Ich werde dir die Sache eruieren. Bis dahin, es kann nicht schaden, zumindest das Kraut zur Verfügung zu haben. Aber Serpentilio, ich will mich nicht in so ein Scheißwesen verwandeln. Ich bin heute Morgen aufgewacht aus einem abscheulichen Traum. Dort habe ich diese Verwandlung fast schon durchmachen müssen. Das Einzige, was ich gehört habe, waren die pochenden Herzen aller Leute um mir herum. Dies ist in der Tat beunruhigend. Ich schlage vor, dass ihr eher früher als später eine Expedition die grünen Ufer des Manari hinauf organisiert. Ah. Aber, und wie erkenne ich denn so eine Pflanze? So eine Expedition, haben wir denn überhaupt die Zeit dafür? Sollen wir uns nicht einfach an das halten, was Ganesintiana gesagt hat? Ich meine, bei allen Vorwürfen wirklich nachgewiesen worden können. Aber der Mann war ein sehr intelligenter Mann, soweit ich das einschätzen kann. Ich werde der Sache nachgehen, wie ich bereits sagte. Ich werde euch mal den Zweifel lassen und der Kapitän ja noch nicht von dem Zustand berichten, bis es notwendig wird. Ja, vielleicht behalten wir das erstmal unter uns, sollten wir da keine Lösung für finden, dann hat sich vielleicht auch noch eine Idee. Eine Lösung gibt es immer. Ja, das würde ich doch stark hoffen. Nun gut. Dann, erst einmal hinfort mit euch. Ihr habt mir viel zu denken gegeben. Alter Alchemistenwitz. Eine Lösung gibt es immer. Schön, dass er wenigstens angekommen ist. Bei mir schon. Ja, Diamant, du kannst wieder nach oben gehen, wenn du möchtest. Ja, ich gehe wieder nach oben und blick ein wenig in den Hafen. Ach so, ja, alles klar. Gut, hätte sein können, dass du in deine eigene Kajüte wieder gehst. Ja, ich bleib ein bisschen an Bord stehen, blicke dann in den Hafen und dann gehe ich in meine Kajüte. Ich brauche nur einige Augenblicke, um meine wieder Gedanken zu fassen. Also gut, hat es funktioniert? Ich weiß es nicht. Er hat diese ganze Sache mit dem Heiltrank und der Rauschgurke nicht wirklich geglaubt. Ich glaube, er will seine eigenen Nachforschungen da anstellen, aber ja. Das ist egal. Das ist egal. Wenn ich dich geheilt habe, dann sagst du einfach, du hast beim Roten Salamander einen Trank gekauft. Der hat geholfen. Verstrick mich hier von der einen Lüge in die anderen. Ich dachte, der ganze Sinn dabei war es, dass du mir hilfst, da rauszukommen. Nein, es geht nur darum, dass du einen Zeugen für deine Lykanthropie hast, bevor ich dich davon heile. Darum ging es. Aber warum kannst du mich da nicht einfach heilen und wir sprechen mit denen nicht darüber? Nein, es geht darum, dass wir Zeugen dafür brauchen. Dafür, dass du so komisch warst.
So, und jetzt komm mal her. Setz dich auf das Bett, das wird wehtun. Willst du das jetzt mit dem Brandeisen machen? Ja, natürlich. Scheiße. Setz dich aufs Bett. Du kannst sehen, wie er ein großes metallenes Siegel hat mit Runen darauf. Ja, ungefähr die Größe von deinem Ohr, würdest du sagen. So ein Brandeisen. Ich soll mich jetzt wie ein Sklave am Ohr ein Zeichen tragen. Nein, das hilft, keine Sorge. Es geht darum, dass wir die Lykantropie heilen. Du hast doch gesehen, was aus deinem Traum wird. Wie gesagt, als erstes wirst du deine Freunde töten und wenn Rafim dann dahinter kommt, dann bringt er dich um. Du weißt genau, dass du Rafim nicht umbringen kannst. Und dann ist deine Seele verloren. Da kannst du nichts Gutes mehr tun. So. Ah, scheiße, mach schon. Komm, bringen wir es hinter uns. Du musst vorher sagen, dass du wirklich das tust, was ich dir sage. Du musst mir vertrauen, ja? Und du machst das hier freiwillig, okay? Ja, was habe ich denn für eine andere Wahl? Sag, dass du es freiwillig machst. Nee, ich mache es freiwillig. Wer soll mich da dazu zwingen? Du? Okay. Und damit drückt er dir das Brandzeichen auf das Ohr. Und der Schmerz schickt dich in eine Ohnmacht. Du kannst dir Nachteile aufschreiben. Und zwar steigt deine Rachsucht um weitere 2 Punkte und du bekommst Gerechtigkeitswahn auf 5. Oh, ekelhafter Nachteil. Herzlich willkommen auf der dunklen Seite des Blackerats. Packt. Rafim, du erreichst gemeinsam mit Boltax den Chortempel. Oh, das ist ja ein Sneaker-Tempel. Ja, das möchte ich aber meinen, nicht wahr? Ja, also, mir gefällt unser Tempel, den wir in Janka haben, auch sehr gut. Den habt ihr auch sehr hübsch hergerichtet, aber dieser sieht auch nicht schlecht aus. Warum heißt er denn Codex-Tempel? Was hat es mit diesem Codex auf sich? Doch, Boltax, darüber reden wir jetzt nicht, sonst krieg ich schlechte Laune, dass du sowas fragst. Und ich bin gerade sehr... Ja, ich glaube, das dürfte mein Versagen sein. Also, Boltax. Ja. Ja. Komm einfach mit. Okay. So, wir machen es jetzt wie die Maraskaner, Boltax. Wir müssen uns umhören. Also du kannst auch sehen, wie vor deinem Aushang mehrere Leute stehen. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich suche mir einen Geweihten, der am besten so aussieht, als würde er hierher kommen. Ja, findest du auch. Neben den ganzen Aushängen steht ein braun gebrannter Chorgeweihter, der dann auf das Zuwinken dann auch an dich herantritt. Seine Ketten klimpern ein bisschen. Kurz und groß. Kurz und groß, Bruder. Ich bin hier, um... Naja, ihr wisst ja, mal viele behaupten viel, aber jetzt will ich tatsächlich mal hören, was man so über sie hört. Über wen genau? Die schwarzen Köche vom Dobirach. Wisst ihr irgendwas über die? Gute Leute, haben für viel Aufsehen in der Wäldermark gesorgt. Lassen sich da halt von allen anwerben, die gutes Geld bezahlen und jetzt sind sie hier. Also, auf guter Landfahne sind sie für nichts zu schade und... Naja, Hauptsache Geld. Naja, sie haben zumindest gegen die Nekromanten gekämpft. Von denen haben sie kein Geld angenommen. Also, sie haben zwar sowas wie ein grundmoralisches Verständnis und... aber sie wollen ganz gerne plündern. Das machen sie schon. Sind halt dreckig, aber... eine Moral haben sie trotzdem noch. Naja, plündern ist ja an sich auch mal was ganz Feines, ne? Also. Ja, selbstverständlich, aber... Ja, ich wollte nur sagen, sie sind keine Arschlöcher. Davon gibt's ja auch genug. Ja, und dann habe ich da direkt im Sultan Säbel hier so eine Bogenschützendame aufgegriffen. Ich habe schon wieder vergessen, wie ihre Einheit heißt, aus Aranien. Aus Aranien? Das weiß ich jetzt nicht, aber da drüben hat sich zumindest das Schützenregiment vom Perlenmeer an dich gewandt. Das sind Armbrustschützen. Oh, Armbrustschützen. Das klingt gut, oder?
Was wisst ihr über die Herren und Damen? Ihre Anführerin ist Lana Borons Auge. Die kommt wohl aus einer... ich weiß nicht, ob sie aus Alanva kommt, zumindest hat sie den Granden dort gedient. Ich glaube, sie ist Tochter der Wüste. Oh, Boltax, das klingt doch nach was. Finde ich auch, das scheinen mir gute Leute zu sein. Vielleicht sollten wir mal mit denen sprechen. Ja, das ist doch mal ein Vorschlag, Boltax. Ja. Nun, dann vielen Dank, euer Gnaden, für die Auskunft. War's das schon? Ja. Soll ich irgendwelche Verträge für euch aufsetzen? Ah, kommt einfach zu mir. Ich bin da drüben an dem Tisch dann. Ja, vielleicht. Ja, dann würde ich mir mal auf unser Gesuch zu marschieren und schauen, ob ich welche mit Armbrustschützen finde. Ja, du kannst auch sehen, wie da wohl die Leute neben da am Schreiben stehen. Und du kannst erkennen, wie dort eine Frau... also nicht nur braun gebrannt, sondern schwarz gebrannt, eine Thulamidin mit einem weißen Gewand und einigen goldenen Ziselierungen, einer großen Balestra auf dem Rücken, also ein bisschen größer als das, was Diamantas sonst bei sich hat. Oder Balestrina, kennt sich damit. Ah, nee, das ist schon das Lange, also Abalone, du hast keine Ahnung. Es ist zumindest keine Armbrust, aber sie nickt dir zu und sie hat sich wohl so etwas wie ein Boronsauge tatsächlich auf die Stirn geklemmt. Es sieht aus wie so ein drittes Auge, wie es sonst die Horasier tragen. Boltax kennt das vor allem von diesen komischen Masken des Meisters. Und sie trägt an der Stelle eine Kette mit einem Boronsauge. Naja, das sieht ja schon vielversprechend aus, Boltax. Ich stelle uns direkt mal vor. Sie verbeugt sich auch direkt vor euch. Ihr müsst Seraphim sein. Oh, wie habt ihr mich erkannt? Ihr seid groß, man spricht über euch. Ich bin durchaus groß, das ist nicht abzustreiten. Außerdem gibt es ja diese Sammelkarten. Ja, die tun ihren Teil. Ich habe gehört, ihr wollt anheuern oder es euch zumindest mal vorstellen. Wir wollen uns vorstellen, korrekt. Ich verfüge über Schützen, 50 Armbrüste und Abalon. Aus dem Schützenregiment Perlenmeer. Perlenmeer, faszinierend. Wir haben einige Zeit vor allem in Port Korat stationiert, gekämpft. Einige Exkursionen in die Kohmwüste. Zusammen mit dem schwarzen General. Das ist natürlich sehr sympathisch. Wir haben einiges auf unserer Abschlussliste. Unter anderem einige Novadis. Darauf sind wir nicht stolz. Wir schießen auf den, der uns befohlen wird. Aber auch viele Echsenkrieger, die wir erschossen haben in den Sümpfen. Das klingt sehr kompetent, finde ich. Nicht wahr? Und wir haben auf Eurasia geschossen. Naja, das passiert ja auch mal. Also, wir haben es ja auch einmal verdient. Nun... Wir sind als solches neutral und derjenige, der uns das Geld gibt, auf dessen Befehle hören wir. Ja, eine sehr vernünftige Einstellung. Wenn ihr mögt, ich habe ein Empfehlungsschreiben vom schwarzen General, falls es euch interessiert. Natürlich interessiert mich das, das fasziniert mich sogar. Zumindest hat dieses Schreiben auch in Alanfa bei dem ein oder anderen Grandenhaus für Furore gesorgt. Ja, kommt doch mal da vorne, wir setzen uns an einen Tisch und ich schaue mir euer Schreiben an. Das ist ja also wirklich vom schwarzen General. Und wir haben auch ein Schreiben von den Paligans hier. Ja, das ist auch nett. Ja, und damit setzt sie sich in so eine ruhige Nische. Hier gibt es zwar keinen Tee, keine Kekse und auch keine Wasserpfeife, die hier gereicht wird. Aber so könnt ihr euch hinsetzen und sie schiebt dir dann die Empfehlungsschreiben rüber, hat tatsächlich in Port Korat stationiert und auch in Al-Anfa, vor allem dann eben zur See unter Paligan gedient. Und sie kann dir 50 Schützen mit Armbrust und Abalone bieten. Ist aus den Schreiben herauszulesen, für wie fähig man die Leute hält? Also du schätzt sie ein, also nachdem du das überflogen hast, nachdem du die Worte so ein bisschen quer gelesen hast, Q5 würdest du meinen. Also für Söldner praktisch eine herausragende Qualität. Genau, also es geht natürlich besser. Die Dukatengarde ist Q6 und die Basaltforce selbst Q7 oder Q8, das ist eigentlich nicht mehr abbildbar. Aber das ist für Söldner ist das schon herausragend. Ja.
Naja, also wir haben jetzt eine neue Kapitänin. Wäre das ein Problem für euch? Nun, das interessiert mich nicht. Eine hervorragende Einstellung. Hauptsache das Geld passt. Wir dienen vor allem, weil wir von eurem Ruf gehört haben. Och, naja, also, naja. Würdet ihr mal mit aufs Schiff kommen? Ich würde euch gerne mal der Kapitänin vorstellen, weil die muss euch ja mögen, sonst kann ich euch nicht erneuern. Wir kommen selbstverständlich mit. Oh, wunderbar. Boltax, willst du auch noch was fragen? Nö, ich denke, du hast alles Wesentliche gefragt. Nun, ihr sagt, ihr versteht euch auf Armbrüste, nicht wahr? Armbrüste, korrekt. Kennt ihr die Geschichte der Armbrust? Nun, sie wurde von Zwergen erfunden. Ganz genau. Berichtet mir gerne mehr. Die gefällt mir sehr gut. Wir sollten sie auf jeden Fall sofort zu Zulamin schicken. Also ich erzähle euch gerne die gesamte Geschichte in aller ausführlichen Breite, wenn ihr erst einmal bei uns auf dem Schiff angeheuert habt. Aber ich denke, da steht dem jetzt ja nicht mehr viel im Wege, nicht wahr, Rafim? Außer Zulamin mag sie nicht, aber das müssen wir schauen. Kommt, steht doch mal auf, ihr schnellen Schritt legt ihr doch bestimmt hin, oder? Ja, selbstverständlich. Ja, und damit steht sie auch auf. Kannst sehen, während du dich erhebst, wie eine Eferdi auf dich herantritt. Ah, Rafim. Oh, ihr. Ihr kennt mich? Nö. Sie wirkt relativ jung, hat noch wenig Falten im Gesicht und gibt dir dann ihre Hand. Ich bin Ephanora. Ich würde ganz gerne bei euch mitmachen. Ja. Warum? Naja, weil ihr, glaube ich, einen Kaplan braucht, oder? Ich habe davon gehört, dass euer Swafnir Geweihter keine Lust mehr hat. Er war wohl ziemlich erbost. Was? Er hat keine Lust mehr? Ja, das habe ich gehört. Und ich dachte mir, das ist ja schrecklich. Und ich dachte mir, wenn ihr jetzt keinen Kaplan mehr findet oder so etwas und ihr einen schlechten Ruf habt in Kunchum, dann könnte es ja sein, dass ihr, mich interessiert das nicht. Ich würde gerne, ganz gerne noch etwas lernen und ich habe gehört, dass ihr für eine gute Sache kämpft und deswegen würde ich bei euch gerne mitmachen. Ich bin zwar noch jung, aber ich lerne gerne. Meine Ausbildung habe ich hinter mir, also, ich komme aus Betana. Ja, ich habe da an der Stelle erstmal so eine grundsätzliche Interessefrage. Ja, gerne. Was haltet ihr denn so von Ingrim und Angrosch Geweihten, die auf dem Schiff arbeiten? Haben sie eine Schmiede? Natürlich. Auf dem Schiff? Naja, also, jetzt, die ist nicht auf dem Schiff aufgebaut, aber sie haben manchmal eine dabei, die sie dann wo am Hafen aufbauen würden, vielleicht. Ja, das ist doch okay. Hauptsache nicht auf dem Schiff. Feuer an Bord, das dürfen ja nur die Köche. Und selbst da, also ich selber esse nichts Gekochtes. Ich esse das alles, also so Rohrfisch ist natürlich auch super gesund. Oder so Meeresfrüchte, die am Effort dann gibt. Auch Branntwein oder so etwas, das lehne ich ab. Oder irgendwie Alkohol generell. Alkohol ist nicht gut und nicht gesund. Aber solange die Ingrim-Geweihten an Bord nichts mit Eisen heißt Schmieden und so, sondern das immer dann am Strand machen oder in den Häfen, ist das alles okay. Wie steht ihr zu Feuergins? Ja, damit kenne ich mich nicht aus. Naja, ich kann es euch erklären. Oder? Es ist im Prinzip ein großes magisches Wesen aus Feuer, sehr faszinierend und tut weh. Ich müsste mich dann beherrschen, dass ich da nicht in einen Eimer mit Wasser drauf kippe. Ja, kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber ich versuche das natürlich. Ich muss, viel lernen. Wenn ich einen Feuergin zu Gast habe, dann löscht ihn bitte nicht. Das behagt dem Djinn in der Regel nicht so und es könnte dazu führen, dass er euch ansteckt. Okay, ich versuch's. Ich muss dazu sagen, ich bin zwar erst 18 Jahre, aber das heißt ja nur, dass ich meine Ausbildung schnell abgeschlossen habe und dass die Geweihten in Betana sehr zufrieden mit mir waren. Das wollte ich nur sagen. Also jetzt nicht, weil ihr denkt, ich bin sehr jung oder so. Ich habe halt schon meine Vollweihe, ne? Ja. Das wollte ich euch nur sagen. Ja. Wisst ihr was? Ja. Wir kommen vielleicht darauf zurück. Das freut mich. Ja. Ja, da bin ich jetzt. Oh, das ist so lieb von dir. Und jetzt drückt sie dich. Sie geht jetzt zwar nur irgendwie bis zur unteren Brust, aber sie drückt dich. Ich freue mich so. Ja, und dich drücke ich jetzt auch mal. Dann drückt sie Boltax. Sie ist auf jeden Fall weniger ein Stinkstiefel als Hasswulf. Das spricht schon mal für sie. Ja, das habe ich auch gehört. Das ist richtig. Dass der voll unausstehlich war.